Ich fahre zur Berlinale, weil ich alte Bekannte wiedersehen und neue filmbegeisterte Kontakte kennenlernen möchte. Das Faszinierende ist halt, wenn man nicht an der Küste segelt, sondern wirklich außen auf dem Meer fährt und du ringsherum überhaupt nichts siehst als nur den Horizont. Du bist also, soweit du gucken kannst, alleine auf der Welt, ohne irgendeine erkennbare Struktur außer dieser geraden Linie des Horizontes. Da kommst du dir schon als ein ganz kleines Rädchen in der Natur vor. Und das gibt auch irgendwo einen gewissen Frieden. In meinem Dokumentarfilm Der Segelwolf geht es um die Beziehung meiner Eltern. Mein Vater skippert über die Meere der Welt und meine Mutter bleibt zu Hause. Es ist eine Betrachtung, angesiedelt in der Natur, ohne Pathos, über die Liebe und über den Ausdruck von persönlicher Freiheit. Wolf ist mein Vater. Er hat in seinem Leben das Ruder nochmal herumgerissen in einem Alter, in dem andere bereits an ihre Rente denken. Er segelt heute über die Weiten des Mittelmeeres, fern der Heimat, zum Leidwesen von Angelika, meiner Mutter. Eichen sind für mich so eine Art auch Kummerbaum. Und ja, wenn man so den Baum anfühlt, dann geht da eine unheimliche Kraft von aus. Und ich habe dann oft an der Eiche gestanden und habe dem Baum meine Sorgen erzählt. Von der Berlinale und der Teilnahme an den Hessen Talents erhoffe ich mir, neue Kontakte knüpfen zu können für zukünftige Zusammenarbeit und Festivals, die Interesse an meinem Film haben könnten.